Herzlich willkommen zurück in der Andromeda-Galaxie und herzlich willkommen zurück auf der Tempest. Wir haben mal ein bisschen für Stimmung gesorgt mit ein wenig Musik, die wir hier bei uns in der Kabine machen können. Und wie ihr seht, habe ich auch mal mein Aussehen ein bisschen geändert, denn ich habe festgestellt, wir können jederzeit unsere Farben auch ändern, da von den Klamotten, die wir tragen. Und ich habe noch was festgestellt, wir haben hier dieses Planeten-Holo und darauf können wir sehen, wie viele Planeten es insgesamt noch so geben wird, auf denen wir die Lebensfähigkeit verändern können. Und wir sehen, bisher haben wir nur 2 von 5 kennengelernt. Da wird jetzt noch Habar dazukommen als dritter Planet. Aber die anderen 2, ja, da werden wir uns wohl überraschen lassen müssen. Ja, und diese Aufnahme wird ein bisschen anders werden als die anderen, die wir bisher hatten, denn ich werde ein kleines bisschen zusammenschneiden wahrscheinlich. Wir haben ja doch relativ viele Fronten, an denen wir uns so ein paar Sachen angucken können. Und deswegen würde ich vorschlagen, werden wir uns erstmal ein bisschen auf der Tempest umsehen. Und danach werde ich Eos mal einen Besuch abstatten. Und dann schauen wir mal, was sich dort so getan hat und ob wir dort nicht vielleicht die Lebensfähigkeit auch noch ein bisschen hochsetzen können. Ja, und damit es nicht ganz so viel Zeit verschlingt, weil ich halt doch festgestellt habe, auf Volt haben wir jetzt ziemlich viele Folgen verbracht, würde ich das Ganze dann einfach zusammenschneiden und dann, wenn es interessant wird, seid ihr dabei. Ansonsten eben nicht so sehr. Ja, und dann, sobald es passt, sollten wir nochmal auf die Citadel gehen auf jeden Fall und dann auch nach Haval natürlich, denn dort wird es auch wieder einiges zu erleben geben. Ja, und damit würde ich sagen, schauen wir uns mal um hier ein bisschen. So, Drac, mein Freund, du bist Angara, alter Mann? Der Erste. Stark, ehrenhaft, Überlebenskünstler. Es ist eine Weile her, seit mir eine neue, freundliche Spezies begegnet ist. Das letzte Mal waren es die Menschen. Ach ja, richtig. Sie haben den Erstkontakt mit ihnen ja selbst erlebt, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, waren meine exakten Worte: Es ist mutig, so matschig zu sein. Wissen die, dass sie hauptsächlich aus Wasser bestehen? Oh, das ist hart. Lassen Sie das nicht Ryder hören. Zu spät. Schön. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Da sitzt ein Knofenser auf dem Bett rum. Oder ist es Ultrigaria oder sowas? Nee, es sieht aus wie der Kopf von Knofenser, oder? Täuscht das? Kommt mir so ein bisschen so vor. Na gut, ich würde sagen, wir fangen mal an, mit Drac zu reden. Den würde ich übrigens dann auch, wenn wir uns wieder in eine Kampfmission begeben, mal mitnehmen als Kämpfer, denn ich habe jetzt auch die Skills von meinen Teammitgliedern aufgewertet und Drac gefällt mir eigentlich von den Skills her also ziemlich am besten, muss ich sagen. Gut, sprechen wir mal mit ihm. Mit Aja haben die Angara echt ein nettes, kleines Paradies gefunden. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal wiederzusehen. Das werden wir. Wir müssen in ihr Gewölbe, also hat die Rettung der Moschai jetzt oberste Priorität für uns. Soll mir recht sein. Ich wette, diese Moschai hat ein paar interessante Geschichten auf Lager. Ach, siehst du mal, ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Deswegen wollten wir die Moschai retten, weil wir in das Gewölbe von Aya wollten. So war das also gewesen. Ich habe es leider schon wieder vergessen gehabt, weil wir wirklich so lange auf Volt waren, dass ich ziemlich viel, was vorher war, auch dadurch, dass ich relativ lange Aufnahmepausen jetzt immer hatte, doch wieder verdrängt habe ein bisschen. So, die Kriegsgeschichten hatten wir schon mal, würde ich denken, aber wir hören trotzdem nochmal rein, denn die sind ja noch nicht ausgegraut hier. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Peitschek am Arsch? Na dann würde ich sagen, erzähl mir doch mal was. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der sie und ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind Sie die perfekten Ziele für Granaten. Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist gar nicht mal so falsch. Und um die kümmere ich mich ja eigentlich auch immer direkt. Das sind ja die Typen mit Schrotflinten, die sich dann immer unsichtbar machen, die Schweinehunde. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Mit den Cat stimmt irgendwas nicht. Ach so, bloß. Diese gnadenlose Verbissenheit. Das ist ja ein toller Tipp. Okay, ich glaube, da kommt nicht so viel Substanzielles mehr hier.
Wir haben noch, eigentlich einen interessanten Gegnertyp kennengelernt mit dem Präfekten, aber da hat er, glaube ich, auch nicht so viele Kampferfahrungen zu, oder? Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Gut, wir wollen uns aber nicht so lange hier aufhalten, denn die großartigen Sachen zum Auswählen haben wir ja so weit abgearbeitet. Ach, Vetra steht ja auch mit. Sieh mal an, Vetra ist auch gleich hier mit im Raum. Es geht ja eigentlich mehr darum, dass wir so die neuen Entwicklungen noch mit uns anschauen, was da so zu erzählt wird. Aber mit Vetra haben wir ja auch so eine ganz zarte Romanze mit am Laufen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Vielleicht geht da ja sogar ein bisschen mehr an Gesprächsoptionen. Wir werden es sehen. Hey, Ryder. Oh, also gar nichts. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, wenn es Gesprächsthemen gäbe, über die wir sprechen könnten, dann würde ich sagen, jo, klar. So, schauen wir uns mal das Infoboard an. Hier gibt es doch bestimmt auch was. Feuer... Echt eine Feuerübung? Anmerkungen zur letzten Feuerübung. Liams neuer Evakuierungsplan hat unsere bisherige Westzeit um 22 Sekunden unterboten. Drake, wir brauchen eine Lösung für Sie und Leitern. Okay. Drake will keine Leitern nehmen? Nein? Phoebe, Sie sind tot, wenn Sie 2 Minuten zu spät am Evakuierungspunkt waren. Cora. Kommentare. Ich wohne in einer Rettungskapsel von Phoebe. Nicht ganz falsch. Und wahrscheinlich macht es auch nicht ohne Grund. Ich weiß es nicht. Angara-Wort des Tages. Tabum. Tabum. Neutrum wahrscheinlich, das N. Nehme ich mal so an. Ein angenehmes Rauschmittel, das in heißes Wasser oder Fruchtsaft eingerührt wird. Aussprache. Tabum. Nein, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Von Jarl. Kommentare, woraus wird das gemacht? Ist das süß oder eher wie Bier? Warte, das Rauschmittel? Was passiert, wenn man es mit Schnaps mischt? Wird es besser oder heben die Wirkungen einander auf? Von Drake, natürlich, er will es wieder so hart wie möglich haben, aber gut, die haben ja auch einen etwas anderen Stoffwechsel, ne? Wir müssen wissenschaftliche Tests durchführen, vielleicht mit kleinen Schirmchen von Phoebe. Und Geräusche vom Antriebskern. Die Geräusche vom Antriebskern heute Morgen sind kein Grund zur Sorge. Es war nur ein Belastungstest. Und ein Weckruf um 0500 hat noch niemandem geschadet. Von Gil. Kommentare. Fluch entfernt von Infoboard VI. Gern geschehen. Von Liam. Adjektivierte verbige Substantive. Gil. Liam. Was? Adjektivierte verbige Substantive? Was? Nee, ist klar. Liam, falls die VI jemals die gesamte Sprache zensieren kann, sorge ich dafür, dass sie neu programmieren. Cora. Und durchaus lehrreich irgendwie von Jarl. Ja. Gut. Es sind wieder großartige, erhellende Gespräche, die uns da auf dem Infoboard entgegenflattern. Definitiv. So, schauen wir nochmal kurz da drüben. Hier müssten wir doch mit Suvi, Lexi. Lexi hieß sie. Theoretischerweise was besprechen können, aber sie ist nicht da. So, das Datenpad, kennen wir das schon? Ich glaube, das kennen wir... Ja, das kennen wir schon. Man muss ja trotzdem mal sich umsehen. So, was könnten wir hier? Gesichtsrekonstruktionsanlage. Ich glaube, hier können wir unser Gesicht generell verändern, ne? Ja, will ich nicht. Hier gibt es also im Prinzip auch gar nichts, wenn Lexi nicht gerade da ist. So, schauen wir uns doch mal kurz hier drüben noch um. Es geht auf jeden Fall ein ganzes Stück schneller, als wenn wir die ganzen Gesprächsoptionen mit den Leuten durchkauen müssen. Der Rahmenplan ihres Schiffes verdammt mich. Ja, mich auch. Ist vorne der Maschinenraum. Die Krankenstation Steuerbord. Vorne ist alles fürs Hirn, hinten das für die Muckis. Das ist hilfreich. Ja, ich find's trotzdem auch verwirrend, muss ich zugeben. Ich verwirr mich ja auch sehr gern. Verirr. Nicht verwirren. Ja, verwirren tue ich mich auch sehr gerne, aber ich verirre mich vor allem auch sehr gerne in diesem Schiff. Hier ist auch niemand? Da hat Liam mit so viel Mühe das Sofa hier reingeschleppt und dann ist hier keiner mehr. So, schauen wir noch kurz hier. Auch keiner. Achso, Vetra war ja jetzt schon mit drüben gewesen. Ich erinnere mich. Hier ist also gar niemand in der Ecke. Ja, warum nicht? So, lass doch mal Aufzug fahren. Hallo? Achso, der Aufzug ist noch nicht da, oder wie? Nein, tatsächlich. Führe mich hoch. Hoch. Aufzug. Meine Güte. Sprechen läuft heute wieder gut. Sprache und ich sind heute wieder sehr gute Freunde. Na, sieh mal an. Phoebe hat sich mal aus ihrer Rettungskapsel getraut. Ah ja, ist ein Wunder, Ryder. Und die Angara sind so faszinierend. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück.
Ich will forschen und erkunden und wer weiß was noch alles. Dann bleib doch bei denen. Ich brauch dich nicht an Bord. Das werden wir. Wir brauchen die Moschai, um in ihr Gewölbe zu kommen. Sehr schön. So lange werde ich definitiv noch bei Ihnen bleiben. Warum? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ich mag Pibi nicht. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist mir unsympathisch. So, wir schauen erstmal kurz hier hinten, oder? Ist hier noch jemand? Warum ist da so ein riesen Signal für unser... Also für die Zielerfassung? Wer weiß. Okay. Ich habe mich gerade schon wieder tatsächlich selbst verwirrt mit der Richtung. Ah, ich will eigentlich erstmal hier hin. Hab ich dich. Wen hast du? Nein. Nicht doch. Achso, Entschuldigung. Das ist. Aber Gil? Nee, also wirklich mal. Gil ist ja jetzt nur echt keiner zum Liebhaben. Ah, nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also jetzt unabhängig von Geschlecht und so, aber nee, Gil? Wirklich? Naja. Störe ich? Nicht doch. Ich bin wie ein Blatt im Wind. Sie sind jetzt hier, also sind Sie der Wind. Ich habe hier mit ein paar Geißelproblemen zu kämpfen. Sie wollten ja nicht hören, als dieser Archon-Typ versucht hat, Sie vor einer Spritztour in das Ding zu warnen. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion. Was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Vielleicht, wenn mal nicht gerade die Pflicht ruft. Eine kleine Ablenkung hier und da kann hilfreich sein. Man kommt mal auf andere Gedanken und sieht die Dinge anschließend deutlich klarer. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Das war jetzt irgendwie komisch, dass man so sehr darauf gestoßen wurde, irgendwelche Amorositäten sich mit Gil hier zu leisten. Ah, nein. Wirklich nicht. Also von mir aus jeder andere, von mir aus auch Liam, aber nicht Gil. So, Liam rennt schon weg, der hat gleich Angst gekriegt, deswegen ist er jetzt aber trotzdem dran, er entkommt mir nicht. Pathfinder, hey, können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Joel daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Ich will aber erstmal, wir könnten tatsächlich jetzt auch mit ihm anfangen, aber nein, ich bleib bei Frauen, wirklich. Aber wie gesagt, eher mit ihm als mit Gil. So, ich will erstmal wissen, worum es geht, das wäre ganz interessant, aber man kann es irgendwie überhaupt nicht thematisieren hier jetzt gerade, stelle ich fest. Hören wir uns aber mal an, was er über den Trupp zu sagen hat. Was halten Sie von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten? Der Trupp und die Crew, die sind alle okay. Sie müssen doch eine Meinung haben. Ihre Meinung ist viel wichtiger. Was halten Sie von Ihren Leuten? Das war jetzt ja sehr fachkundig gewesen, muss ich sagen. Sie sind alle gut ausgebildet, aber dieser Job ist völlig neu, Tag für Tag. Darauf baut die Nexus vermutlich, dass die Verbindung unserer Fähigkeiten zum Erfolg führt. Es liegt jetzt an uns, den richtigen Weg zu finden. Deshalb ist das hier unser Schiff und deshalb wollen wir es hinkriegen. Reden wir später weiter. Alles klar. Ja gut, wer hätte schon Erfahrung in dem, was wir tun hier? Also, Wartet mal, jetzt will ich mal ganz kurz anschauen, was wir da haben. Was Liam jetzt gerade machen möchte. Ich will mal schauen, wo finde ich das denn jetzt? Nicht in den Priorisierten auf jeden Fall. Zurück hier. So, das ist doch bestimmt bei Verbündete und Beziehungen. Ne? Liam, ist das hier? Welten zur Prüfung finden? Ne, das war schon vorher da, glaube ich. Haben wir irgendwas neu gekriegt? Liam, Panzerungsdiplomatie, das hier. Liam hätte gerne die Genehmigung für ein kleines Panzerungsobjekt, das er als gemeinsame diplomatische Maßnahme mit Jarl bezeichnet. Schließen Sie das Forschungsprojekt ab, damit er alles Nötige erhält. Okay. Greifen Sie auf den Entwicklungsbildschirm im Forschungszentrum zu unter der Kategorie Spezial. Beschaffen Sie die Komponenten durch Erkundung. Okay. Das machen wir direkt mal, würde ich sagen. Kategorie Spezial.
Okay. Entwicklung hat er gesagt, ne? Kategorie Spezial. Ah ja. So, halt. Moment. Dieses Projekt fordert Panzerung für etwas an, das Liam eine diplomatische Maßnahme nennt. Präziser hat er sich nicht geäußert. Alu und Eisen. Ja, nimm. Kein Problem. So, was auch immer ich da jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. Was ich aber gern machen möchte, ist den Nomad verbessern, wenn wir schon wieder hier gerade die Möglichkeiten haben. So, Drehmomentverwaltung. Erhöhtes Drehmoment beim Sechsradantrieb und ermöglicht dadurch in diesem Modus eine größere Höchstgeschwindigkeit. Das klingt sehr schön. Das machen wir. Immer rein damit. Schildrücksetzungsbonus. Gewährt Schildzellen ein Upgrade, dass die Zeit verkürzt, bis sie regenerieren. Ja. Also am Ende werde ich sowieso alles machen, aber man kann sich's ja mal durchlesen. Verbesserte Ortungssysteme ermöglicht den Insassen des Nomad-Gegner bis zu einer Entfernung, bla bla bla, durch Hindernisse hindurch zu orten. Okay. Ja, warum nicht? Was auch immer die Ortung uns jetzt genau bringt. Überladener Boost. Stark verbesserte Luftzirkulation und Treibstoffinjektion ermöglichen einen noch längeren Boost. Das können wir nicht machen, wir haben nicht genug Graphit. Aber das wird bestimmt auch noch kommen. Das werden wir bestimmt noch finden. Jetzt wollen wir noch mal kurz schauen, was wir hier haben. Bereit zur Entwicklung. Achso, ja, okay. Ein andermal vielleicht. Ein andermal. So. Sprechen wir noch mal mit Liam, der jetzt nicht mehr da ist. Der hat gleich das Weite gesucht, die Sau. Der traut sich was. Der war er weg. Na gut, dann sprechen wir mal mit Lexi. Ja? Gar nichts? Nicht mal eine Bemerkung zu den Angara? Gar nichts? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wow. Also ein bisschen mehr Redebedarf hätte ich ja schon erwartet. Sie haben also Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Dann gehen wir zu Jarl, mit dem gibt's immer was zu sprechen. Das ist doch viel schöner. So, er mag mich trotzdem nicht. Oh. Ja. Aber zu welchem Preis? Sie meinen die Roker. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie hassen alle Aliens. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Aksul wurde von dem Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Das erklärt seinen Hass auf Aliens. Ja, er hat viel durchlitten. Als Aksul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Aksul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Ephra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Aksul. Ich bewundere ihren Mut, aber Aksul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Ephras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die dem Cat gemeinsam mit Aksul entkommen ist. Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Besten Dank. Ich muss sagen, das mit den Roker war mir bisher noch kein Begriff. Weiß nicht, ob die schon mal erwähnt wurden. Doch irgendwie der Name ist schon mal gefallen. Aber ich glaube, so genau wurde uns das noch nicht erzählt, was das denn für welche sind. Ist also offenbar eine konkurrierende Truppe zu Ephras Widerstand. Verstehe ich das richtig? Ja? Na gut, wir sprechen nochmal so mit Jarl. Vielleicht hat er noch irgendwas anderes für uns im Köcher. Ist noch etwas? Noch ein paar Fragen. Wäre das okay? Ja. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen.
Er wirkt so reserviert irgendwie, aber ich muss sagen, ich rede gern mit ihm. Er ist eigentlich ziemlich cool. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Alles. Erzähl mir alles. Haben Sie bei Moshai Sefer studiert? Ist sie eine Lehrerin oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand, ein umfassendes Wissen und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Leute sind bereit, für sie zu sterben. Sie muss etwas ganz Besonderes sein. Das ist sie. Ich hoffe, Sie werden sie kennenlernen. Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Okay, ich verstehe schon. Vielleicht finde ich einen angaranischen Arzt, den ich nach Ihren... was auch immer fragen kann. Obwohl, einiges wusste ich sogar mal. Zum Beispiel die Herkunft unserer verkümmerten Organe. Stimmt. Wir haben ein Steißbein, einen verkümmerten Schwanz und ich habe Zehen mit Schwimmhäuten. Sarah nicht. Dafür hatte sie Weisheitszähne. Jetzt sie. Keine Ahnung. Er hat Zehen mit Schwimmhäuten? Das ist cool. Finde ich gut. Das heißt, wenn er im Wasser ist, kann er theoretisch die Schuhe ausziehen und geht dann richtig ab. Das finde ich witzig. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Finde ich eine interessante Konzeption auf jeden Fall von sozialem Zusammensein. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil ich generell sehr großer Freund von Ehrlichkeit und Wahrheit bin. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. 5 Stück, so. Aber Namen will er keine nennen, ne? Fällt mir gerade so auf. Naja, aber dadurch, dass auch vor der Zeit mit den Cat auch irgendwas gewesen sein könnte, oder vor der Geißel, kann es auch überall sonst im Andromeda-System Angara geben, ne? Kann sein, dass wir auch so mal auf isoliert entwickelte Angara treffen. Wäre möglich. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie ein Gläubiger? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Ich würde gern mehr dazu erfahren, aber vielleicht weiß die Moshe da uns ja einiges zu erzählen, sobald wir sie mal irgendwann gerettet haben. Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Cat erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Cat zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo, jeden Tag. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cat sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir.
Waren die Cat schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cat zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Das heißt, die Angara werden auch einige hundert Jahre alt? Habe ich das jetzt gerade richtig rausgehört? Ich finde auch das mit den mehreren Müttern ganz interessant bei Jarl. Ich würde gern mehr über das ganze soziale Konzept erfahren. Das wäre eigentlich ganz cool zu wissen. Aber vielleicht werden wir das dann mal herausfinden, wenn wir irgendwann auf Arya wieder sind und ein bisschen mehr Zugang haben, so ein bisschen mehr von der Stadt eben und dann mit mehr Leuten reden können. Finde ich auf jeden Fall interessant zu erfahren. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Jarl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Danke für deine Offenheit, Jarl. So, wir schauen nochmal, ob wir noch andere Sachen mit ihm besprechen können. Oder ob es das war. Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Okay, gibt nichts weiter. Bis später, Jarl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Axul finde ich einen lustigen Namen übrigens. So, dann wollen wir mal zu Korra gehen, würde ich sagen. Denn die hat auch eine Mission für uns. Die hatte ja Nachforschungen über die Asari angestellt, deren Arche ja genauso verschwunden ist wie die der Salarianer und die der Turianer. Und hatte da offenbar Erfolg gehabt bei ihren Nachforschungen. Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Na, dann müssen wir mal mit ihr reden. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Tharys auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Ist nicht ganz falsch. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Mhm. Klingt gut. Okay, wir sollten also noch aus einem anderen Grund nach Eos gehen. Das machen wir sehr gern. Vorher müssen wir aber noch mal schauen, ob wir noch was anderes zu erledigen haben. Vielleicht hier an Bord. Ich will noch mal ganz kurz... Doch, die ALP-Kontrolle, genau zu der wollte ich. Ich will nämlich noch meine Belohnung einsammeln. So, das kann nicht schaden. Bisschen Alu, bisschen Eisen, bisschen Uran, okay.